ist die schönste Poesie, in der sich Natur und Kultur verbinden. So der Salzburger Bierphilosoph Dirk Baert. Günter Seeleitner war früher Braumeister und zieht nun als Biergenussbotschafter durch die oberösterreichische Brauereiszene. Bier ist mehr als ein Getränk. Es ist fester Bestandteil unserer österreichischen Kulinarikkultur. Es ist mehr als ein Lebensmittel. Es ist Genussmittel, Durstlöscher und Freudenspender. Das Malz gibt den Körper des Bieres. Der Hopfen macht die Seele aus. Die Hefe gibt den Geist. Und das Wasser ist der Träger des Ganzen. Aus diesen vier Zutaten in verschiedenen Variationen und Spielarten entsteht die Hauptmenge all unserer Biere. Für die Bierherstellung wird zuerst vor allem Gerste benötigt. Aus Weizen wird das bekannte Weißbier hergestellt. Die großflächige heimische Getreideproduktion bildet das Rückgrat des Bierlandes Oberösterreich. Die landwirtschaftlichen Urprodukte Gerste und Weizen sind für die direkte Verarbeitung in der Brauerei noch nicht geeignet. Sie müssen vorher vermelzt werden. Melzen ist ein kontrollierter Keimvorgang, bei dem im Korn Enzyme aktiviert und gebildet werden, die später für den Stärke- und Eiweißabbau während des Bierbrauens notwendig sind. Da sieht man das Malz am fünften Keimtag. Da sieht man ganz schön den Wurzelkeim, den Blattkeim und das Innere ist gut aufgelöst. Und da ist jetzt der optimale Zeitpunkt erreicht, wo die Keimung gestoppt werden kann durch einen Trocknungsvorgang. Das braucht man, damit das Malz lagerfähig wird. Wird dann nachher nochmal gereinigt, damit der Wurzelkeim wegkommt. Und muss dann nachher noch ein paar Tage rasten, bevor es in die Brauerei geht. Der erste Schritt in der Brauerei ist das Schroten des Malzes. Beim Schroten werden die Malzkörner aufgebrochen und der Korninhalt freigelegt. Das macht man unmittelbar vom Brauen, weil danach rasch gemäscht werden sollte. In unserer Brauerei verschroten wir 16 verschiedene Malzsorten. Nach dem Schroten wird eingemeischt. Dazu benötigen wir neben dem Malz Wasser. Das Wasser ist mit fast 90% der Hauptbestandteil des Bieres und damit ein wichtiger Faktor für die Bierqualität. In Oberösterreichs größter Brauerei, in Zipf, erklärt der Braumeister die ersten Schritte des Bierbrauens. Hallo Christian. Hallo Günther, grüß dich. Du, wir sind heute bei dir, weil wir uns von dir zeigen lassen, was so im ersten Schritt der Biererzeugung passiert im Sudhaus mit Einmeischen, Maischen. Unter Einmeischen versteht man das Abmischen des Braumalzes mit Einmeischwasser. Die Stärke, die im Malz enthalten ist, wird durch die natürlichen Enzyme in vergärbare und nicht vergärbare Zucker gespalten. Und als nächstes wird jetzt abgeläutert. Wir sind jetzt da beim Läuterbottich. Die Maische wird im Läuterbottich getrennt von den festen Bestandteilen. Als dritte Zutat zum Bierbrauen kommt jetzt der Hopfen ins Spiel. Während des Würzekochens wird der Hopfen in mehreren Teilgaben beigefügt. Der ganze Brauprozess im Sudhaus dauert ca. 6 Stunden. Das Mühlviertel ist das größte Hopfenanbaugebiet Österreichs. Die Kultivierung dieser Pflanze reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Früher hatte hier fast jeder Bauer ein paar Hopfenstauden. Im Krieg ist der Hopfenanbau dann verboten worden. Erst seit ca. 70 Jahren wird wieder angebaut. Die Mühlviertler Hopfengenossenschaft feierte 2021 ihr 70-jähriges Bestehen. Das raue Mühlviertler Klima und vor allem die großen Unterschiede zwischen Tag und Nacht in der Temperatur sind sehr positiv für das Aroma. Und somit haben die Mühlviertler Hopfensorten eine höhere Inhaltsstoffausbeute als anderswo. Im Frühjahr wächst die Kletterpflanze bis zu 20 cm am Tag und erreicht eine Höhe von 7 bis 9 Metern. Sie wird an Kletterhilfen verankert. Die Blütezeit ist im Hochsommer, wo sich die weiblichen Blüten zu Fruchtzapfen, den sogenannten Dolden, entwickeln. Die Hopfenernte erfolgt in Abhängigkeit von Sorte und Witterung ab Ende August, wenn die Dolden reif sind. Bei der Ernte werden die Hopfenreben knapp über dem Boden abgeschnitten und von den Gerüstanlagen geholt. Mit der Pflückmaschine werden die Dolden dann von der Pflanze getrennt. Hopfen wird in der sogenannten Hopfentare getrocknet bei ca. 65 Grad. Diese besteht aus 3 Etagen. Die oberste ist die feuchteste und die unterste ist die trockenste.
Von den Landwirten wird der getrocknete Hopfen in die Hopfengenossenschaft gebracht. Dort wird er gewogen, auf die genauen Inhaltsstoffe geprüft, zertifiziert und schließlich gepresst, um sein Volumen zu reduzieren und ihn haltbar zu machen. Die verschiedenen Hopfensorten der Landwirte werden für die Brauereien je nach Wunsch entweder zu Mini-Ballots oder Pellets weiterverarbeitet. Dadurch wird das Volumen deutlich reduziert und eine Möglichkeit gefunden, dass der Hopfen wenig Sauerstoffkontakt bekommt. Das heißt, der Hopfen wird in eine Schutzatmosphäre gegeben und ist somit bis zu 5 Jahren lagerfähig. Als vierte und letzte Zutat zum Bierbrauen folgt die Hefe. Hefen sind mikroskopisch kleine Pilze, die sich durch Sprossung rasch vermehren können. Sie werden für den Gärvorgang benötigt und sind für die Umwandlung des beim Maischen gebildeten Malzzuckers in Alkohol, Kohlendioxid und Bieraromastoffe verantwortlich. Die alkoholische Gärung erfolgt nach dem Kochen und Abkühlen der Würze. Sie passiert im Gärtank durch die Zugabe spezieller Brauhefen. Wenn der Malzzucker vergoren ist, setzt sich die untergärige Hefe am Boden des Gärgefäßes ab und kann geerntet werden und für einen weiteren Sud wiederverwendet werden. Es gibt neben der untergärigen aber auch eine obergärige Hefe. Richtig, bei der untergärigen Hefe spaltet sich die Tochterzelle von der Mutterzelle ab und es entstehen lauter kleine Hefen. Und bei der obergärigen Hefe lösen sich die Tochterzellen nicht von der Mutterzelle. Es entstehen Agglomerate, die durch die aufsteigende Kohlensäure nach oben getrieben werden. Im Herzen der Bierregion Mühlviertel in Neufelden liegt die erste und einzige oberösterreichische Bio-Bierbrauerei. Eine Besonderheit hier ist die offene Gärung, die man sonst nur mehr selten findet. Die offene Gärung ist sehr traditionell und bietet bei uns sehr viele Vorteile. Man sieht mit einem Blick die Gärstadien, man kann die Gräusen abheben, dass man sehr milde Biere erreicht. So vergären wir kalt und lang bis zur Nachgärung. Zum Hopfenkochen nehmt ihr auch Naturhopfen in Form von Mini-Ballots? Ja, das ist richtig. Also wir haben da feinsten Bio-Hopfen. Und der Vorteil eben von den Mini-Ballots ist, dass die Dolde noch im Ganzen ist. Und das macht eben in unserem Bio-Bier einen ganz besonderen hopfenaromatischen Geschmack. Und wie es zu einem Bio-Brauer gut passt, könnt ihr euch den Hopfen ja quasi mit dem Vorradl holen von der Genossenschaft in der Nachbarschaft. So kleinere Mengen oder speziellere Sachen, da kommt schon mal vor, dass man kurz einen Abstecher in die Genossenschaft macht und da eben die feinsten Hopfen zum Bierbrauen holt. Nach der Gärung wird das Jungbier auf ca. 3 Grad Celsius abgekühlt und dann in die Lagertanks gepumpt. Während der Lagerung setzen sich Hefe und andere Trübungsbestandteile am Boden des Tanks ab. Das Bier klärt sich. Die Bierregion Innviertel hat eine lange Braugeschichte und noch heute die größte Brauereidichte Österreichs. Unweit der bayerischen Grenze erbaute Franz Schneitel Mitte des 19. Jahrhunderts eine Brauerei, die noch heute in 5. Generation im Familienbesitz ist. Matthias Schneitel zeigt uns jetzt am Beispiel des Maibocks, was mit dem Bier nach der Gärung passiert. Ja, Günther. Hier lagert das Bier bei 1 bis 2 Grad Celsius, 5 bis 12 Wochen, stärkere Biere meist länger. Und in der Zeit verfestigt sich die Kohlensäure im Bier. Vor der Abfüllung erfolgt bei filtrierten Bieren eine abschließende Filtration. In der Filtration wird das Bier von den Trübstoffen befreit, vorwiegend Hefe oder Eiweißen. Und unser Maibock wird nur leicht filtriert, sodass eine Trübung im Bier verbleibt. Traditionell wird dieses Starkbier für die Zeit nach der Fastenzeit eingebraut und im April bis Juni getrunken. Stimmt das so? Ja, Frühlingszeit ist Maibockzeit und der Maibock ist eigentlich so das letzte Bier im Kapitel der Starkbiere, bevor man im Sommer dann wieder zu leichtere Biere zurückkehrt. Der letzte Schritt im Brauprozess ist die Flaschenabfüllung. In der Anlage werden die Flaschen gereinigt, auf allfällige Schäden inspiziert und anschließend befüllt und etikettiert. In der Flaschenfüllerei wird das Bier unter Gegendruck in die Flaschen gefüllt. Dabei wird die Flasche unter Vakuum versetzt, denn unter Vakuum fließt das Bier ohne Schaumbildung in die Flasche. Damit wird verhindert, dass am Schluss nicht nur Schaum in der Flasche ist. Kaum ein anderes flüssiges Genussmittel kann auf eine so lange Kulturgeschichte zurückblicken wie das Bier. In Österreich lassen sich die ersten Bierdienste bereits im frühen Mittelalter nachweisen. Die Kultur des Brauens war vielfach eine Domäne der Klöster, aber auch des Bürgertums, wobei über die Jahrhunderte den Frauen eine wesentliche Rolle zukam.
Leider gibt es heute nicht mehr viele Brauerinnen, aber die Hoffnung steigt, dass es wieder mehr werden. Mit mir in der Klasse waren 5 Brauerinnen. Zum Höchstzeitpunkt und abgeschlossen her mit mir haben 3 von 21. Das ist eine siebte, das ist schon gar nicht mehr so wenig und es wird sicher mehr. Einst war in der warmen Jahreszeit das Brauen aufgrund mangelnder Kühlmöglichkeiten schwierig. Im März hat man ein letztes starkes Bier gebraut und dann in Kellern zwischen Eisblöcken gelagert. Diesen letzten kräftigen Sud feierte man ausgiebig. Im Innviertel zelebriert man im März mit zahlreichen Veranstaltungen diese alte Brautradition. Das einst starke Märzenbier hat mit dem modernen Märzen nur wenig gemeinsam. Nur der Name ist geblieben. Heute ist mehr als die Hälfte des in Österreich gebrauten Bieres ein Märzenbier, ein ausgewogenes, mild hopfiges Bier. Kunst, Kulinarik, Kultur und natürlich Bier für jeden Geschmack kennzeichnen den Innviertler Biermärz. 2022 feierte dieser sein 10-jähriges Jubiläum. Die alljährliche Biermärzausstellung ist mittlerweile Kult geworden. Wir versuchen hier im Kunsthaus Obernberg spannende Positionen zum Thema Bier im weitesten Sinne auf einem Platz zusammenzubringen. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die Künstlerinnen und Künstler sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ausstellungen rund ums Bier, Verkostungen, Seminare, Bierradtouren und Bierfeste. In der warmen Jahreszeit lässt sich Oberösterreichs Bierkultur besonders vielfältig erleben. Beim Kellerbierabend in Zipf kann man in den Sommermonaten frisch gezapftes, unfiltriertes Kellerbier genießen. Das sogenannte Zwickelbier. Kulinarischer Genuss und regionale Biervielfalt stehen auch entlang der Kultur- und Bierradtour von der Donau bis ins Mühlviertel ganz im Vordergrund. Die Bierradtour dauert 3 Tage, 2 Nächte. Wir starten da vom Donaustandl, jeden Tag eine andere Tour. Wir starten jetzt an der Donau, fahren entlang der Eist ins Mühlviertel. Bei einer Pause in Schwertberg gibt's naturtrübes, wahlweise dunkles oder helles Vollbier zum Kosten. Am Abend gibt's für die Radler ein Bierkulinarium mit regionalen Schmankerln und einer ausgiebigen Bierverkostung begleitet von einem Biersommelier. Eine Nacht im Bierfass rundet den bierreichen Raderlebnistag im wahrsten Sinne des Wortes ab. Ein uralter Winterbrauch, der in Oberösterreich noch gerne gelebt wird, ist das Bierstacheln. Das Stacheln des Bieres war wohl eine Erfindung der Schmiede. Die Idee war, das Bier, wenn es bei der winterlichen Arbeit im Freien zu gefrieren drohte, wieder auf Temperatur zu bringen. Es geschah mit einem glühenden Schürhaken. Der glühende Stachel wird senkrecht in das Bier eingetaucht, in dem Schaum gedreht, sodass der Schaum erwärmt wird, das Bier bleibt dabei kalt. Durch den kurzfristigen Hitzeschock beim Stacheln karamellisiert der Restzuckergehalt im Bier, was den Geschmack intensiviert. Die Entstehung und Tradition des Bockbieres lässt sich in einer Brauerei im Salzkammergut besonders gut erzählen. In bereits 8. Generation wird hier in einer Privatbrauerei sorgfältig Bier gebraut, unter anderem Bockbier in allen Variationen. Die Brausaison startet im Mittelalter Anfang Oktober, weil ab da die niedrigeren Temperaturen für eine bessere Kühlung sorgten. Für die Mönche in den Klosterbrauereien hatte das kräftige Starkbier auch noch einen anderen wesentlichen Vorteil. Um dem Hunger während der Fastenzeit zu trotzen, behalf man sich mit einem Bier mit mehr Alkohol, mehr Stammwürze und somit auch mehr Nährstoffen. Diese Tradition, die lebt bis heute fort. Vor allem wird Bockbier vor besonderen kirchlichen Feiertagen getrunken. Mit dem Bockbieranstich startet die neue Bockbierzeit. Das erste Fass wird festlich angeschlagen und in fröhlicher Runde verkostet. Ein ganz besonderes Dreifach-Bockbier ist das Samichlaus. Es ist eines der stärksten Biere der Welt. Beim Samichlaus-Bier wird die überaus malzzuckerhaltige Vorderwürze vergoren, um auf die 14 Volumensprozent Alkohol zu kommen. Danach geht es ins Lager, wo das Bier nun bis zu 10 Monaten zur perfekten Geschmacksreife gebracht wird.
Eine besondere Variante ist das Samichlaus Barrique. Das wird dann noch zusätzlich 4 Wochen in Eichenfässern ausgebaut. Das in den 70er Jahren in der Schweiz erfundene Starkbier wird im Alten Schloss alljährlich am 6. Dezember zeremoniell gesegnet. Unweit vom Schloss Eggenberg befindet sich in einem alten Vierkanter ein Bierheuriger, wo man nationale und internationale Bierspezialitäten genießen kann. Traditionelle Biermenüs werden dort mit Hingabe zubereitet. Am Dachboden des Hofes befindet sich auf 2 Etagen das Bierflaschenmuseum. Kreativbiere sind Biere, die mit besonderen Rohstoffen oder mit einer besonderen Herstellungsart gebraut werden. Dazu zählen zum Beispiel Zutaten wie Früchte oder Nüsse oder wie beim Granitbier das nochmalige Erhitzen der bereits abgekühlten Würze mit heißen Granitsteinen. In der Gemeinde St. Martin im Mühlkreis gibt es eine Privatbrauerei, die mit Liebe und Hingabe solche Kreativbiere herstellt. Heute werden wir Hanfbier brauen mit Hanfblüten, da kannst du gerne mal riechen. Wir sind sehr oft traditionell unterwegs, aber in dem Fall gibt es mal einen kreativen Input aus dem Mühlviertel. Der Hopfen im Bier ist mit dem Hanf verwandt. Eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten sind die Terpene. Das ist eine CBD-Blüte. Wir verwenden die hier im Betrieb für die Produktion von CBD-Öl. Die Cannabinoide, die der Blüten sind, die sind nicht wasserlöslich und somit auch nicht im Bier. Im Bier lösen sie die Terpene und bringen das volle Aroma. Gekommen sind wir über den Karl Schifter der ganzen Geschichte, der einfach diese Blütenwärme im Haus gehabt hat und mir einmal gesagt hat, Peter, riech da mal, wie das super schmeckt oder riecht. Und dann war einfach die Idee, wenn wir dieses Aroma in ein Bier binden können, dann werden wir wohl noch ein Hanfbier auch brauen müssen. Also da jetzt beim Maischen im Sudhaus geben wir 30 Kilo Hanfmehl auf einen Sud dazu, das vom Günther und von der Judy kommt. Da bin ich gespannt. Und das merkt man dann geschmacklich? Ja, auf jeden Fall. Also das Bier wird voller, es hat einen schönen Körper, es kriegt eine ganz feine Textur und am Ende kriegen wir so ein richtig schönes, nussiges Aroma. Und die Hanfblüten kommen da in den Lagertank hinein? Genau, das ist der Zugang. Sobald du die Hanfblüten erhitzt, verdampft einfach extrem viel Aroma. Und wenn man es da im Kaltbereich dazu gibt, dann bleibt es erhalten und dann findet man das später wirklich im Bier. In einer kleinen Brauerei in Steinbach am Attersee, wo früher der Hofschmied gehämmert hat, wird heute Bier geschmiedet. Mario, du als Bierschmied brauchst hier eine wirklich große Anzahl verschiedener Kreativbiere. Und da ist dir die Tradition auch ganz wichtig. Ja, mein Großvater war ja der Hufschmied bei uns im Ort. Und der Schmied und der Bierbrauer sind zwar ganz alte Berufe, wahrscheinlich ein paar tausend Jahre alt. Und gerade die Tradition, das Handwerk, das sind halt Werte, die mir sehr wichtig sind. Gleich oberhalb der Brauerei werden in einer traditionellen Dörrhütte Jahr für Jahr Zwetschgen gedörrt. Um über mehrere Tage eine konstante Temperatur von ca. 70 Grad Celsius im Trockenraum zu gewährleisten, muss man tagelang das Feuer am Brennen halten. Wir haben 5 Zwetschgen beim daheim und dörren tut man aus der Lupe. Der muss da 3 Tage jede Nacht aufstehen und das Feuer konstant halten, damit die Zwetschgen beim Trocknen keine wertvollen Inhaltsstoffe verlieren. Und wir geben es dann nachher zur Gärung dazu und die verleihen dem Bier so eine leicht fruchtige, rauchige Note. Eine einzigartige Brauereiform ist die Braukommune in Freistadt. Ihre Geschichte geht bis zur Gründung der Stadt im Jahre 1220 zurück. Damals bekamen 149 Privathäuser der Altstadt das Braurecht verliehen. Der Eimer ist ein altes Biermaß, hat 56 Liter gehabt. Und die 149 Hausbesitzer sind zwischen 15 und 140 Eimern an der Brauerei beteiligt. Wichtig ist, dass die Beteiligung am Haus grundbücherlich festgeschrieben ist. Und daher ist eigentlich die Brauerei unverkaufbar. Wer das Bierbrauen selbst ausprobieren möchte, kann im urigen Braukeller an einem Brauseminar teilnehmen. Wir befinden uns da in unserer Seminarbrauanlage, wo unser Braumeister mit einer Gruppe Bier braut. Wir brauen einen hellen Bock, der Braumeister ist definiert, die Malzschüttung wird eingewogen, es wird geschrotet, danach wird eingemeischt, dann wird mit einem großen Kochlöffel die Maische immer in Bewegung gehalten. Dann kommt es zur Kochung, wo in verschiedenen Hopfengaben Hopfen dazugegeben wird. Dann wird die Würze runtergekühlt, kommt in den Gärbottich. Die Hauptgärung dauert ca. 1 Woche, die Lagerung dauert ca. 6-7 Wochen. Und der Seminarteilnehmer kann sich das Bier abholen.
In welchem Bezug steht eigentlich die Stammwürze zum Alkohol? Eine Faustregel sagt, Stammwürze minus 2 durch 2 ist in etwa Volumenprozent Alkohol. Eine weitere einzigartige Brauereiform befindet sich an der Donau im Innviertel in Engelhardszell. Die prunkvolle Stiftskirche Engelszell wurde im Rokoko-Stil errichtet und besitzt ein eindrucksvolles Deckengemälde von Fritz Fröhlich. Auf dem Areal des Stiftes gibt es eine wahre Bierbesonderheit. Die einzige Trappistenbrauerei im deutschsprachigen Raum. Weltweit gibt es nur 11 Trappistenbrauereien. Gebet, Lesung und Arbeit bestimmen den Tagesrhythmus der Trappistenmönche. 6-mal am Tag versammeln sie sich zum Stundengebet in der Klosterkirche. Das Trappistenbier muss in einem Trappistenkloster innerhalb der Klostermauern im Beisein eines Trappistenmönches gebraut werden. Bei uns ist ja der Leitspruch, dem Guten Zeit und Stille geben. Und so geben wir jedem Bier individuell die Gär- und reife Lagerzeit, die es auch benötigt, um den vollen Geschmack ausbilden zu können. Und das Gerstenmalz und das Weizenmalz kommt aus Oberösterreich und der Hopfen speziell aus dem Mühlviertel. Und bei 2 von unseren Bieren ist ja nur Honig mit drinnen, den kriegen wir auch aus dem Mühlviertel geliefert. Rund 1,5 Tonnen Honig pro Jahr werden für die Trappistenbiere der Brauerei benötigt. Alle unsere Biere sind unfiltriert, nicht pasteurisiert, also überhaupt nicht behandelt, genauso wie es aus dem Tank ausrinnen, so werden sie auch nachher in die Flasche abgefüllt. Wir haben 3 Biersorten zwischen 6% und 11% Alkohol, die sind klassisch nach dem Vorbild der belgischen Trappisten gebraut. Auch die Geschichte einer kleinen Vereinsbrauerei in Leonding ist so unvergleichlich wie die Biere, die dort gebraut werden. Wir sind als Verein organisiert und unser Bier geht ausschließlich an die Vereinsmitglieder. Jeden ersten Freitag im Monat laden wir zur Bierausgabe. Aus Spaß und Neugierde starteten die Hobbybrauer vor rund 25 Jahren mit einfachsten Utensilien aus Mutters Küche ihre ersten Brauversuche. Die Freude am Bierbrauen wuchs mit jedem Erfolg und so auch die Anzahl der Mitglieder. Damit in der Kleinbrauerei für alle Freunde der Leondinger Braukunst ausreichend Bier gebraut werden kann, wurde die Vereinsgröße auf 200 Mitglieder beschränkt. Der Klassiker bei den Vereinsbrauern ist das Zwickel, welches 2021 zum Staatsmeister in der Kategorie Helles Kellerbier gekürt wurde. Das schwarz-rötliche Vanilla Stout überzeugt mit Schokolade, Kaffee und Vanillearomen. Linz hat eine lange Brautradition. Diese begann vor fast 400 Jahren mit dem städtischen Brauhaus an der Donaulände. Anfang der 70er Jahre wurde in Linz zum letzten Mal Bier gebraut. 2022, rund 50 Jahre später, ist Linz wieder Braustadt. Dank der Eröffnung des Brauhauses hier in der ehemaligen Tabakfabrik. Bei der Eröffnung am 6. April 2022 wurde das erste Fass Bier feierlich angeschlagen. Martin, welche Biersorte macht ihr heute da? Ja, wir brauen heute unser erstes saisonales Bier. Das ist ein Wernsteinfarbenes, das von der Farbe her an glühendes Metall erinnern soll. Linz ist ja eine Stahlstadt. Und jetzt ist Zeit für unsere erste Hopfengabe aus dem Mühlviertel. Zur Eröffnung der Brauerei wurden auch die Nachkommen der Linzer Liesel geladen, die seit den Anfängen und auch heute noch das Etikett schmückt. Das sind Urenkelin und Enkelsohn der Linzer Liesel. Die Frau in Kopfhaubentracht war immer schon das Modell für das Linzer Bier-Logo. Aber eigentlich hieß die Dame Augustine Jungert-Blöckinger und stammte aus Kammerstetten. Mit rund 60 Braustätten und der höchsten Dichte an Privatbrauereien ist Oberösterreich ein Biergenussland für alle Sinne.